So. Ja. Und damit hallo und herzlich willkommen. Oh, hier ist ein Dorf. Zurück zu Let's Play Golden Sun. What the fuck? Ach du Scheiße. Wo kommen die alle her? Ja. Die sind größer als das Dorf. Boah, und wir können keine Sekunde länger an einem so gefährlichen Ort bleiben. Wir kehren sofort nach Kalja zurück. Ja, da ist ein bisschen Teil für Kalai. Die Kalai. Wir haben die alle ins Dorf gepasst, Afrika. Ja. Deswegen ist da ja auch gefährlich, weil es so tight ist. Hey. Haben sie sich denn... Oh, scheiße, Brücke ist kaputt, schon kacke. Ne? Oh nein. Meister Hammett, das ist schrecklich. Die Brücke wurde zerstört. Wir können nicht weiter nach Süden fahren. Nur die Brücke? Den hatte Bene eben. Den hatte Bene eben schon. Okay, das stimmt. Na, das ist fürchterlich. Wie sollen wir jetzt nach Kalais kommen? Meister Hammett, ich mache mir Sorgen, weil wir Ivan zurück... gelassen haben. Woher ich Ivan noch habe, es war seine Schuld, dass mein Stab gestohlen wurde. Ivan hat seinen Stab geklaut, ja. Alles klar. Und deswegen wurde er zurückgelassen. Kräfte werden ihm helfen, den Stab wieder dazu finden. Ivan hat merkwürdige Kräfte? Ich glaube, die Stimme von dem ändert sich auch die ganze Zeit, ey. Ja. Die Kraft, ihn zu befriedigen. Wow, voll der Schatten, ey. Ja. Okay. Kann man mal machen. Wir müssen diesen gefährlichen Ort sofort verlassen. Aber wohin sollen wir gehen? Uns bleibt keine Wahl. Wir fahren Richtung Norden. Wenn wir nach Norden fahren, landen wir in Lunpa. Immer noch besser als vom Felsbrocken erschlagen zu werden. Das war kein Felsbrocken. Aber war blau. Ja, ein blauer Felsbrocken, Magic. Bam! Ja, also... Jetzt fahren sie wieder an uns vorbei. Ja. Ja, und wieder ins Dorf rein. Wir stehen da die ganze Zeit. Und haben die aus der Entfernung belauscht. Jetzt also. Okay. Sind wow. Die einfach so. Wow. Eben haben die noch gesagt, die haben Ivan zurückgelassen. Jetzt haben die alle zurückgelassen. Willkommen, Wall, die Stadt im Herzen von Anga. Wieder ein Dorf voller Spacken. Nein, nicht mehr aufhören. Die Welt ist einfach nur eine Spackie. Ja, untersucht das Fach. Kann aber nichts finden, wenn er dumm ist. Also, dieser Felsbrocken wurde an einem Vulkan ein bisschen hergeschneuert. Sieh die Anga, die aus erfundene Videoschau. Gucke, es ist ein Stein, Majid. Ja, Inventar öffnen. Boah, ich hab sie voll beiseite geschoben. Alter, hast du ein Fischstäbchen im Mund? Nee, kein Stäbchen passt schon, aber kein Fischstäbchen. Hier kann man sich Tränke kaufen, offenbar. Und alte Menschen. Oh, ein Fass. Vielleicht haben wir ja mal Glück. Lass das mal in den Fass. Oh. Ja, ja. Machst du sehr schön. Das war zwar noch nicht alles, aber okay. Ist doch egal, ich will mal nicht alles voll. Ich hab ja darauf gewartet, dass alles voll ist. Keine Artefakte im Angebot. Reparieren? Reparier den Typen. Ja. Wir haben den Mars in der Tasche. Was? Da stand gerade eben irgendwo Mars. Wir haben den Mars in der Tasche. Was für Steine vom Mars? Feuerelement, Mithril. Nicht verkaufbar, oh. Aber wir diese alte so. Werbung sehen mit diesem Alien, was diesen Milky Way da essen will oder wie das ist. Und dann wird er da so an die Wand gedrückt und noch da dieses komische... Okay. Ich will irre, sehen wir etwas. Ja, der ich glaub, Verstand. Ja, aber was sonst? Der hat mich gerade ein bisschen angebombt. Oh, das war ein Mann eben, der so komisch gesprochen hat, ja, dass jetzt ein Kerl offen war. Aber wenn er eh alles vergessen hat, hat er vielleicht auch vergessen, dass er ein alter Opa ist. So, mal kurz hier reingucken. Einfach einmal abklappern, ob sie irgendwas Interessantes im Angebot haben. Oh, Rüstung. Eine tolle Rüstung. Eine Reisejacke, geil. Ein Holzschild, ein Cumulus. Den hast du schon. Lederarmreif, Lederkappe, Stirnreif. Lack und Leder, ganz klar. Ich weiß nicht mal, was wir hier... Na guck mal, Kopfbedeckung haben wir bei beiden noch nicht. Wir haben bisher nur Armreif. Ja, ich würde erstmal gucken, was ich gerade kann. Hatte ich ja gerade. Das war ja nicht das Gefühl, das war noch was du hast. Egal, hol dir den Stirnreif. Nein. Wenn du das anklickst, dann steht er glaube ich, oder steht das hier schon?
Da siehst du, ich gehe das immer so. Ob das einbringt oder nicht. Muss man nicht mehr extra für diese. Oh, die Uhr schmeckt immer noch, muss man verbrennen. Ja, also, und guck mal, wie viel das andere bringt. Vorgehen. Meinst du das? Genau. Nicht okay. Anlegbar. Ach so, weil das wahrscheinlich. Wovon? Das hätte aber voll und krass gebracht. Das ist aber nicht voll und krass, verteidigen wir. Ja, klar, warum nicht? Wir haben 24. Das sind 4. Ja, meine Frage. Ich bin auf 28. Oh, ein Spieleticket. Geile Sache. Alter, er will uns ein Glücksspiel herausfordern. Okay, ja, wenn ich es wenn jetzt richtig gesehen habe, haben wir sogar beide jetzt ausgerüstet. Sehr schön. Langschwert. Das sieht aus wie ein Laser. Kurzschwert, ja, ja, ehrlich mal. Laserschwert. Das gibt's später. Boah, Streitachs. Wir sind pleite. Ja. Zeit zu gehen. Wir sind arm. Ja, irgendwie schon. Alter, geht aus wie. Du bist mal dran. Das ist eine Frau, ja. Oder ist das ein Mann? Nein, das ist eine Frau, Martin. Warte einfach. Ich glaube, in dem Chaos während des Vulkanausbruchs sind einige Leute beraubt worden. Oh nein. Diese Reisenden sind überstört wieder aufgebrochen. Alle Spacken hier. Das klingt einfach so, als wären sie auf der Flucht gewesen. Das sind alles Transvestiten, die sich immer wie es an dem Geschlecht anziehen. Das weiß ich, was das jetzt anders ist. Meister Hamlet. Es war eine Gruppe von 12 Frauen und 4 Männern. Nur war ich ein wenig eigenartig. Du wärst nur auf. Das junge Mädchen und der ältere Mann sahen so aus, als würde ich gerne mit anderen. Aha! Sie wären eher alleine gerne. Ne? Oh, wir hatten ein Hund im Bankkreis. Ja. Ein glühender Felsbrocken hat ein Loch in das Dach gebrannt. Immer muss ich mich um solche Dinger kümmern. Ja, das ist schon scheiße gelaufen für dich, ne? Ja, sind wir. Mal schauen, was ist hier in der Welt. Das ist das Das ist der gleiche. Hallo, ich bin gerade reingekommen. Oh. Der Heiler macht sich sicher Sorgen, weil... Sprechen wir mal mit dem Heiler. Das ist wieder der Speckheiler. Nein, nein, nein. Das war eher der da unten, glaube ich. Nee, der ist das gewesen, das Speck die ganze Zeit. Okay, wir brauchen aber nach wie vor ein reines Herz, nur dann helfen sie uns. Für Geld. Abzocke. Oh, guck mal. Hä? Wie war dieser arme Kerl, der mich beim Bürgermeister zurückgelassen hat, damit er noch nicht abschneiden kann? Du redest ein bisschen leiser, aber okay. Upsi. Aha. Oh, verdammt. Wir müssen jetzt auch nicht gehen mal zwischen die beiden. Doch, ein bisschen muss sein. Hört dazu. Meister Hammels hat gleich nach dem Ende des Ausbruchs die Schwester. Ich glaube, der Vulkan hat ihn ganz schön erschreckt. Ja, beim Essen, wie sie wieder aussah. Wir stecken in dieser Spalte fest. Ja, tust du. Oh Mann, das ist ja übel gelaufen. Ja, dann lest mal so weiter. Ja, ich war so von Angst erfüllt, dass ich in dieser Spalte stecken, dass ich nicht schlafen konnte. In der Spalte. Da verlässt man das Dorf wieder. Okay. Dann schauen wir doch nochmal nach, was die hier zu sagen haben. Yeah. What the fuck? Okay, reicht. Der sagt einfach, ja. Da sind sie wieder. Ey du! Macht es Spaß, neue Orte zu entdecken? Nö, das klingt langweilig. Oh verdammt, jetzt habe ich ja gedrückt. Wenn ich groß bin, möchte ich ein Abenteurer werden und in einem Zelt übernachten. Okay, das nenne ich ein Abenteuer. Ja, hat er ja, da müsst ihr ja noch in ein Zelt in ein Zimmer übernachten. Ja, ja. Könnt ihr heute machen, gerne. Okay, hast du Zelt da? Nein, deswegen ja. Na, wow. Dann ist das etwas problematisch. Geh mal wieder rein. Okay, Frage ist, wenn ich jetzt von der Seite komme, okay, ich komme mal offenbar. Ja, wenn du von der Seite kommst, kommst du von unten. Ja, das ist genial, Colin. Aha! Neues Haus. Haben wir mit dem alten auch nicht schon gesprochen? Nee, mit dem haben wir noch nicht gesprochen. Oh, haben die alten Männer alle immer einen Rock an? Das ist auch ein Rock, oder? Keine Ahnung, kann auch ein Kilt sein. Mein Mann, der Bürgermeister, kann nicht glauben, dass ein Bewohner von Wohl der Dieb sein könnte. Aber bis wir den Übeltäter nicht gefunden haben, kann Ivan nicht nach Kalai zurückkehren. Alles klar. Mann.
Kann denn niemand Ivan helfen? Nicht nur ein wenig älter wäre, könnte ich Ivan helfen. Alter, was soll das denn? Das müsste so ein Main-Character werden, wenn man anschlägt. Ein Geisterleser. Ja! Ja, ich besitze seltsame Kräfte. Ihr besitzt sie auch, nicht wahr? Ja. Wie? Meine Kräfte? Synergie? Das wusste ich nicht. Jetzt liest er gleich von Garrett die Gedanken. Ja. Oh Gott! Ja, so wie gewinnt. Und stirbt. Ich fühle, dass ihr euch vertrauen kann. Okay, wir könnt ihr aber nicht vertrauen, Spacken. Und davon abgesehen, dass er wieder irgendwie... Ich habe eine Gruppe. Der Stab von meinem Stab ist sein Stab ist weg, ja, das ist blöd gelaufen, Mann. Das war nicht Problem. Ii, nein! Den Stab, das weißt du. Vielen Dank. In einer Hilfe kann ich den Stab sicher wiederfinden. Oh, da ist er ja. Eure Namen sind... Anstatt sie einfach zu fragen, ne? Und... Garrett! Ich bin Ivan. Es freut mich, euch kennenzulernen. Okay. Ja. Gerade schon. Meine Fähigkeit, Gedanken zu lesen, habe ich ganz schön gefickt, oder? Die hat ihn wahrscheinlich auch ganz schön gefickt. Die guckt da traurig. Bin ich wirklich? Ist meine Gabe denn wirklich so scheiße? Nein. Lügen wir mal. Ivan und Mio. Was sind Sie an? Schnell weiterklicken. Oh, guck mal, der ist ganz traurig. Nein, nee, nein, lass mich, nein. Lass mich. Diese Schmerzen da! Gedanken! Die Dummheit! Überleid. Meine Gedanken! Hör auf, meine Gedanken zu lesen! Ivan! So, wir haben! Konntest du Garretts Gedanken lesen? Welche Gedanken? Sagt er jetzt gerade? Oh! Genau! Was? Du konntest auch in meinen Gedanken lesen, miau. Nein, du hattest keine Gedanken. Ich dachte mir schon, dass meine Fähigkeiten niemand nehmen könnte. Wenn wir unsere Synergie sexy vereint würden. Alter, sag nicht sexy bei einem Kerl, Mann. Guck, Garrett ist auch noch. Ey, das ist nicht fair. Warum wird hier nur in meinen Gedanken gelesen? Das ist am einfachsten in seinen Gedanken zu lesen. Es ist echt simpel, in deinen kleinen Kopf Gedanken zu lesen. Oh, was sind wir ganz... Ivan und Garrett lassen sich an den Händen. Ja, okay. Wow! Wow! Ich hab's getan. Wow. Ich hab ihn an den Arsch gefasst. Lass uns mit Hilfe dieser Fähigkeit die Liebe finden. Okay. Alter, jetzt lesen die Gedanken, bis sie den... Eine Sekunde! Werden es denn die Leute nicht merken, wenn wir ihre Gedanken lesen? Boah, das freut mich immer voll, wenn der Gameboy angemacht wird. Oh, ich verstehe. Ihr zwei könnt sehen, wenn ich meine Synergie einsetze. Verdammt, ich bin gerade am überlegen. Von irgendwo kenne ich die Stimme, die du benutzt. Du, Garrett, ihr seid beide Adepten. Der Typ, der ja, genau. Von Little Britain ist das, ne? Die Stimme, die du gerade so nachmachst. Keine Ahnung, was ihr meint. Mit den zwei Kobolden, mit den Kobolden. Der immer Flöte viel so. Ja, klingt so ähnlich. Kann echt sein, ne? Weil am Anfang hast du so, ja, gemacht. Vielleicht, ja. Ich hab mal nicht jetzt gedacht, aber hat eben nicht keinen. Witzig. Vielleicht ist das der Grund, warum ihr es merkt, wenn ich eure Gedanken lese. Mein Kobold. Alle anderen Leute werden gar nicht merken. Wir sollten uns deswegen keine Sorgen machen. Okay. Keine Sorgen. Ich werde nicht wieder in euren Gedanken lesen. Ich hab mich verarscht. Ivan. Ivan. Lasst mich die Gedanken der Stadtbewohner lesen, um den Stab zu finden.
Okay, jetzt müssen wir nochmal mit einem. Ich denke mal, hier können, ich glaube, hier können wir rausgehen. Denk mal, ihr helft Ivan. Ihr seht selten nicht sehr zuverlässig aus, aber wenigstens ist er nicht mehr allein. Hier drin müssen wir, glaube ich, keinen beantworten. Na komm, den Bürgermeister mal kurz. Das ist doch nicht der Bürgermeister, der ist abgehauen. Vielen Dank. Musst du nicht Energie einsetzen? Ach ja, verdammt! Da war ja was. Nein, ja, ist ja gut, alter Mann. Ja! Wir haben es verstanden. Guck ich mal gerade. Wirbelwind, Geisterlaser. Geisterlaser. Laser! Kann man auch noch anders? Da ja. So. Geisterlaser. Okay, vielleicht ist das so wie bei Stärke. Vielleicht muss man auch bei bestimmten oder so. Oder vielleicht ist das wie bei Stärke und du machst das einmal und dann kannst du rumlaufen. Also bei ja. Kennt jemand? Also, das hab ich doch gerade. Ich glaube nur. Achso, okay. So. Boah. Okay. Dann wollen wir mal Beweise suchen. Das war jetzt verdächtig, ja. Ich hab gar nichts. Ja. Also, George, anscheinend sind sie verdammt geschockt. Tja, das war ja schnell. Da sind immer noch die beiden Kinder, die den ganzen Tag... Und nicht mal Gedanken. Mal ehrlich, der philosophiert sicher vor sich hin. Mach ich ehrlich mal. Ja. Alles gut, kam noch Bock. Der Mensch ist wichtiger zu sein als ihr eigenes Leben. Ja, voll die tiefgründigen Gedanken, das stimmt wohl. Oh, guck mal, der da im Mantel, der sieht doch verdächtig noch aus. Die Spaltenfrau. Ja, die Spaltenfrau, die hat auch das Faustdick hinter den Ohren. Hallo, ich stecke hier immer noch. Geh zu dem Priester. Hilfe! Oder? Sieht doch nicht so böse aus, aus der Nähe. Das ist die eine Frau, oder? Ja, nichts. Das war schon ein komischer Haufen. Die scheinen in den nordöstlichen Teil des Gumba-Gebirges aufgebrochen zu sein. Hey, so wie Gumba da diese Temperatur hochschränken kann. Die Gentleman. Was? Du warst schon, da geht's raus. Ja, aber wie kann man hier rechts hoch? Rechts kommst du gar nicht hoch. Doch. Wo? Wie? Ah, vielleicht, du musst wieder den Weg hoch und dann über die Spalte springen. Da kann, die Frau da man kann springen. Darüber springen, stimmt ja. Aha. Oh. Ja. Du? Hast ja, ja, wenn ich select, ich öffne das mit select, dann ist der... Da weiß, dass ich gerade auf den Frostenstab gestohlen habe. Das ist so frustrierend. Frustrierend. Wenn das jeder weiß, warum... Ja, im Kaugummi kann ich mir nicht stehen. Ja, muss ich... Oh, der ist vernichtet. What the fuck, was ist das da? Mit Alarmglocke, Junge. Nee, da unten im Baum. Im Baum. Das ist ich will's wissen. Das ist der geheime Stockkeller. Warum? Also weiter. Wie jetzt haben so viele Würfel als verschwundenen Schloss. Ja, gerne nennen. Er könnte jetzt so rumkommen. Tja, vielleicht war das ein besonderer Stab. Ja. Wie komme ich da unten jetzt? Er ist sein besonderer Stab. Rückzug. Er hat damit schon viele tolle Erlebnisse. Hui! Ey, ist das nicht da so ein Gnom? Ja, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Einfach nach unten gehen und da hingehen. Ja, nee, wenn du runtergehst, dann kommst du ja aus der Stadt. Oder ist das hier verbunden? Oh, ja, ist es. Nee. Nein? Leider nicht. Aha. Okay. Ja. Kannst du weiter Kiste irgendwie wegschieben oder so? Ah, Medium. Okay. Da ist auch nichts dran. Naja, nee, dann, irgendwann. Dann halt nicht. So, nee. Gasthof. Die drei im Gasthof. Was kann eigentlich Wirbelwind? Der kann ja auch Wirbelwind. Keine Ahnung. Probieren wir das an dem Hund aus. Das ist die Schrödingers Katze. Er hat's voll drauf, Mann. Der Schrödinger Hund. Ja. Lest du einfach nur die Beschreibung davon? Ja, ja, nee, zu faul. Ist doch viel einfacher so. Mann, lecker. So. Oh, hier geht's hoch. Natürlich. Oh, oh.
ist auch gar nicht auffällig, diese merkwürdigen Haare. Was machen wir? Was? Was ist gerade passiert? Keine Ahnung, die haben Verstecken gespielt, aber sind zu wie dumm dafür. Wie die abschratzen. Ah, guck dir die an. Ob ich wohl hier das Bett verschieben kann einfach. Das wäre jetzt sehr heftig. Das ist eine gute Idee. Muss ich sie vielleicht einfach raustreiben? Was passiert, wenn ich sie jetzt... Dann werden die wieder etwas hoch. Ich komme mir irgendwie verarscht vor. Ja, weil du nicht einfach immer das Beste springen kannst und nur ein Glitz. Ja, irgendwie schon, ne? Angriff mit Hülle. Ja, weißt du, wie sie gehen? Zu nah, Du selber kannst du nicht laufen. Doch, aber das bringt ja nichts. Sie laufen ja immer von mir weg, sobald ich eine gewisse Nähe zu denen habe. Feuerball. Gibt's nicht. Nee, der kann ja nur im Kampf. Ah, warte mal. Weil ich kein Erdbeben. Oh, nee. Ach so. Kann man sogar noch Shortcut machen, mäßig. Ja. Renn einfach. Hui. Vielleicht wird denn irgendwann langweilig mit dem stehen. Ja, genau. Oh. Der weiß nicht der Nächste. Ach, jetzt auf. Unfassbar. Aber du kannst ihre Gedanken nicht lesen, wenn sie ständig herumlaufen, oder? Hallo, wir sind zu dritt, die zu zweit. Prügel die einfach in die Ecke. Gibt es denn keine Möglichkeit, sie zu fangen? Der Dumpfe muss natürlich sowas fragen. Die Rolle war perfekt für ihn. Vielleicht können wir sie bei sie uns sicher. Keine Sorge, das wird sicher funktionieren. Das auch. Du übernimmst die Führung. Oh, Führer. Okay. Oh, scheiße, die bewegen sich ja gar nicht weg. Also, er hält die jetzt so auf. Jetzt, Ivan! Also gut! Also miau! Geistleser! Als deine Augen zugemacht hast, sehr verdächtig. Bist du fertig, Ivan? Scheinbar. Was hast du rausbekommen? Alles klar! Was hast du erfahren, Ivan? Ich glaube, sie haben auch noch jede Menge anderen Zeug gestohlen. Andere Zeug. Es scheint, als würden sie ihre gesamte Beute irgendwo hier in diesen Gästen verstecken. Hat er gedacht, ja. Aber sie werden sicher nicht tun lassen, dass ich ihnen nochmal zu nahe komme. Na, dann einfach suchen. Dann haben wir wohl keine andere Wahl, als den Kraftwerk zu suchen. Überlass das nur uns. Ja, und sie. Ja, hat noch nie versagt. Ich schon. Ständig. Ich hab das Dach immer wieder kaputt gemacht. Ich vertraue deinem Schriftgefühl. Dann ist es entschieden. Lass uns gehen, Ivan. Ja. Ja, untersucht das Fass. Kann aber nichts finden. Das wäre zu einfach gewesen. Ja, ja, untersucht den Topf. Kann aber nichts finden. Er findet Urinspuren. So ein Pilzpuren. Nee, wenn er Schwarzlicht benutzt. Alter, Vater. Wahrscheinlich kommt man irgendwie... Irgendwie durch den Gasthof da zu der Höhle oder so. Quark. Das kann nicht sein. Ups. Was machst du da? Ich guck mich hier ein bisschen um. Nee, kann ich auch nicht anklicken. Hier, der Teppich, der sieht verdächtig aus. Was, ist das gerade ernst? Oder? Nein. Den kannst du verschieben. Ja. Gerade die Außenluft immer frisch hoch. Meine Freunde stehen da auch nur rum, die kümmern sich nicht um diese Reinigung. Ja. Dieses Fenster. Oh, Palas Fonseca. Ich kann kein Französisch. Es sieht sehr kann jemand Französisch? Französisch. So nee, ich meine richtig irgendwie einfach ein paar Wörter auf Französisch. Ui. Bagat.
Baguette, Bonjour. Nee, der Typ sieht aus wie ein Franzose. Sag mal irgendwie, was der alles, alle französischen Wörter. Oui, oui, nee, keine Ahnung. Okay. Pommes frites. Ich glaube, ich mache das nächste Mal einen Franzosen. Das ist aber schwer. Ja, weil du kein Französisch kannst. Kann ich besser. Ja, wieso? Ich spreche ja dann Ach, toll. Geil. Warum gibt der alles an Garrett? Der verliert ja so viel. Ja, ich auch. Okay, irgendwo im Gasthof. Ne? Sag doch mal, unter dem Rock der Frau. Jeder glaubt, dass unsere Wasser die Leben sind, aber ich finde, das ist einfach wurschtlich. Es kann die Wasser nicht so schön. Nicht deine Lebensstrategie verdächtig aus. Aber wir sind sehr glücklich in unserer Barbezahl. Ja, woher haben die das Bargeld wohl? Ja. Lesen wir mal ihre Gedanken. Was sagt der Franzose? Was denkt er? Ja. Ich wäre es überschreckt. Ja, natürlich. Oh, Blödsinn, Franzose. Was versuche ich denn hier, den zu machen? Ja, so viel einfacher, so sprechen, wenn man... Naja, mit der Suche kann sich dann ein anderer das nächste Mal beschäftigen. Ich speichere jetzt an der Stelle hier ab. Hallo? Ja. Wieder schauen reingehauen. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen an der Stelle. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oui, oui. Als Flutti-Wutsch.